Ja, ihr trefft euch wieder bei Zulamin am nächsten Morgen. Frisch gebrühter Tee steht da schon, Zwieback, ein bisschen Marmelade und ja, ein paar Früchte, die ihr dann hier aus dem hiesigen Hafen noch dazu bekommen habt, sodass ihr dann erst einmal speisen könnt. Serpentilio selbst hat die Nacht über durchgearbeitet, hat dann die Alchemiker fertiggestellt, die ihr bräuchtet, also um euch gegen Kälte zu schützen und auch unter Wasser zu atmen. Das sind nicht viele Tränke, aber ihr könntet damit ganz grob 10 Leute ausstatten. Und nachdem er die ganze Nacht über durchgearbeitet hat, würde er sich erstmal zurückziehen und euch alleine lassen. Na, guten Morgen, Sulamin. Guten Morgen, Abelmir. Habt ihr wohl geruht? Mehr weniger. Diese Glocken am frühmorgens. Ich kann sie nicht leiden. Ja, wenn sie sich wenigstens alle einig wären. Aber ich fürchte, die Schichtwechsel sind doch ein wenig unterschiedlich auf jedem Schiff. Kann man das nicht leiser machen? Lamin zuckt nur etwas verschlafen die Achseln und nippt an ihrem Tee. Ja, ich nehme an, ihr habt alle so ausgezeichnet geschlafen wie ich. Mehr Also, oder weniger? ich habe geschlafen wie ein Stein. Ja, da bin ich ganz bei dir, Boltax. Aber nun. Wir wollten heute mit den Haireitern sprechen, richtig? Das ist korrekt. Wie rufen wir sie überhaupt? Naja, ich nehme an, Boltax wird das tun. Müssen wir den Boltax ins Meer werfen, oder? Ich tauche meinen Kopf unter Wasser, wie beim letzten Mal. Und wie weit kannst du unter Wasser schreien? Es ist ein. Aber mir, ich gebe doch kein akustisches Signal. Ich bin nicht dieser Walfisch, den die Torwale anbeten. Du meinst, dein Geruch lockt sie an, oder? Oh, das wäre auch eine fantastische Idee. Aber nein, ich wollte eigentlich ein Signal mit dem Leuchtball geben. Und dann? Naja, ich vermute auch nicht, dass das funktionieren wird. Sag, Grafim, hast du noch immer noch diese Flöte aus dem Tempel. Ja, natürlich. Und vielleicht wäre diese hilfreich. Sie trägt unter Wasser wahrscheinlich wesentlich weiter als, nun ja, Boltax Geruch. Naja, Boltax, ich dachte, du sprichst ihre Sprache. Das ist richtig. Kannst du sie dann nicht einfach rufen? Ich weiß nicht, wie laut ich rufen muss. Ich kann es probieren. Naja, da sie in der Nähe sein werden, würde ich mit einem kleineren Schiff ein bisschen vor die Küste fahren. Und dann fängst du mal an zu schreien. Na gut. Außerdem würde ich das gerne sehen. Ich denke, Sie werden nach der Avianda Ausschau halten. Also fahren wir mit ihr hinaus in die Bucht und ich würde sagen, dann versuchen wir es so ähnlich wie beim letzten Mal. Lassen ein Beiboot zu Wasser, dass wir näher an der Wasseroberfläche sind. Und dann werden wir sehen, ob sie kommen. Ja, was auch immer ihr bevorzugt. Gut, dann will ich einmal die Befehle geben und ihr könnt euch schon einmal überlegen, was wir sie fragen wollen. Nun, nach den Machtstrukturen in Yolzugoth. Nach Sehenswürdigkeiten. Dann nach der Beleuchtung. Und welche wichtigen Persönlichkeiten es dort vor Ort gibt. Und wie diese eingestellt sind. Die militärische Stärke. Mich würden mögliche Interessenskonflikte interessieren. Sie sind Söldner? Also nehme ich an, Sie sind auf unserer Seite, solange wir Sie bezahlen. Könnte das heißen, dass Sie auch Chor nahestehen? Wie werden Sie darauf reagieren, wenn wir versuchen, einen Teil der Krakonier auf unsere Seite zu ziehen?
Vielleicht könnten wir das irgendwie ergründen. Naja, wenn ihr möchtet, können wir ja vorher Sharab fragen, ob er mitkommt. Ich glaube, das wäre sowieso keine schlechte Idee. Ich glaube auch, denn wenn wir alle gemeinsam hinuntertauchen, dann sollten wir sicherstellen, dass sie miteinander auskommen. Naja, soll ich dann erstmal Sharab holen gehen? Ihr gebt den Befehl und sobald ich mit Sharab wieder da bin... Naja, ihr solltet lieber uns draußen einsammeln. Ich vermute, er würde in der Stadt nicht gut gelitten sein. Gut, dann holen wir euch mit dem Schiff in der Nähe der Küste. Oder wir können uns dort treffen und Rafim kommt auf dem Rochen. Ja, ihr überschätzt meinen Einfluss auf dieses Wesen, Boltax. Wir sind auf der gleichen Seite, aber er ist kein Diener. Wir sollten seine Hilfe also nur so wenig wie möglich in Anspruch nehmen. Ich werde erstmal so nach Sharab suchen. Gut, dann geben wir dir ein wenig Vorsprung und kommen dann mit dem Schiff. Mit diesen Worten würde ich dann auch aufstehen und aus der Kabine laufen, weil ich muss jetzt erstmal bis zum Strand laufen. Ich nehme an, das war, obwohl soweit ist das vermutlich gar nicht, oder? Ja, 20 Minuten oder sowas brauchst du. Setzen wir mal zum Kurzsprint an. Ja. Du kannst wieder aus Miamat nach draußen und nach Yol-Miamat, der Ruinenstadt der Blutrochen, nach Süden gehen, wo du dann auf einem der Säulen draußen am Wasser Shrak Nakul findest, der dort sitzt und meditiert. Rafim. Ja, Bruder, wir brauchen vielleicht schon heute deine Hilfe. Ich habe fast damit gerechnet. Ja, wir haben einige, naja, sie nennen sich Heireiter angeheuert. Kennt ihr die noch aus eurer Zeit? Heireiter. Sie haben Sholairak geknechtet. Naja, meine Frage ist, werdet ihr sie töten, wenn ihr sie seht, oder könnt ihr damit leben, dass wir sie benutzen? Ja, schüttelt mit dem Kopf. Nein, ich werde sie nicht töten. Sie dienen Krakon. Nicht so wie wir, aber sie haben ihn nicht vergessen. Naja, dann komm mit. Wir müssen auf dem Strand Ausschau halten. Die anderen werden uns einsammeln. Ihr werdet viele so wie mich auf dem Schiff finden. Ich hoffe, das wird kein Problem sein. Ihr Mörbhäute, interessiert mich nicht weiter, nur der Kampf. Eure Menschenaugen sehen nur das, was direkt vor ihnen liegt, wie die Kaulquappe in einem Teich. Und doch seid ihr rastlos wie die Bellen, die nie zur Ruhe kommen. Ja, ich denke, wenn ihr... weniger redet und mehr schweigt, werdet ihr mehr Freunde finden auf dem Schiff. Er nickt. Eure Gedanken sind undurchsichtig, wie der Schlamm am Grund eines Teichs. Ich schweige. Ich danke euch. Ja, er hebt sich, bleibt auf der Säule stehen und dann könnt ihr sehen, wie nach grob 30 Minuten die Avianda im Küstengewässer auftaucht. Ein kleines Boot zur Wasser gelassen wird und rübergerudert wird und du kannst dann ja dort einsteigen, wieder zurück auf die Avianda kehren und Shrak Nakul wird schwimmen, sich dann unter, du kannst es einmal hören, wie er seine Hände am Boden eures kleinen Beibootes dann anbringt, so ein schabendes Geräusch wie ja, Saugnäpfe oder so etwas und wenn du dann an Bord gehst, kannst du ihn dann wohl kurz sehen, wie er dann mit seiner Silhouette dann unter eure Avianda taucht? Ja.
hat sich dabei von Dr. Rumpel abzählen lassen, wie viel unsere Kavallerie zum jetzigen Zeitpunkt kriegt. Weil ich glaube, wir hatten zwischendurch keinen Kontakt mehr. Das heißt, ihr Lohn dürfte fällig sein. Und den möchten wir ihnen natürlich keinesfalls vorenthalten. Ja, aber warum bezahlen wir sie überhaupt? Sie haben doch gar nichts für uns gemacht. Nun, das wird sich jetzt ändern. Ja, aber dann bezahlen wir sie doch erst jetzt. Ich habe ja so viel schönes Geld. Hier, nehmt den Säckel. Danke. Können wir noch einmal nachverhandeln oder so etwas? Nun, ich habe eher die Hoffnung, die Befürchtung, je nachdem, bewähren und eventuell möchten sie dann nach oben verhandeln, also vielleicht besser nicht. Ja, ihr habt recht. Nicht, dass wir ihnen noch mehr zahlen. Immerhin ist da ein Captain. Jo, dann verabschiedet sich zu ihm und geht weg. Ja, kannst sehen, wie Rafim gerade an das Deck steigt und die Beiboote wieder nach oben gezogen werden oder das Beiboot nach oben gezogen wird. Dein Begleiter kommt nicht mit an Deck. Zumindest hast du ihn erstmal nicht gesehen, ne. Hat alles geklappt? Ja, er ist kein Freund von unseren Glatthäuten. Er ist unterhalb des Schiffes. Na gut, wenn ihm das besser gefällt. Elfanora, wir können Kurs auf die offene See nehmen. Einfach so? Oder wieder das Zentrum ansteuern? Erstmal weg von der Küste. Jawohl. Also gut, dann diesen Kurs, Silem. Oui, madame. Ich gehöre und gehorche. Ja, und so könnt ihr die nächste halbe Stunde auf den Ozean hinausfahren, euch von Miamat trennen, das dann kleiner und kleiner wird. Das könnt ihr in der Entfernung noch erkennen, auch gemeinsam mit den vielen weiteren Schiffen, die dort anlanden. Ihr könnt auch noch von Port Zornbrecht aus erkennen, wie dort aus der Entfernung wohl auch weitere zwei Schiffe sich auf euch zubewegen. Also ihr habt einen ganzen Konvoi losgetreten. Ihr könnt auch erkennen, wie einige Schiffe von Miamat nach Norden wohl in Richtung Port Kord segeln und auch einige alanfanische Schiffe mit schwarzen Segeln, die nach Süden aufbrechen, um die vereinbarte Nahrung zu organisieren, beziehungsweise das Baumaterial für die Befestigung des Hafens. Irgendwann nach einer halben Stunde werden die Segel dann wieder nach oben gezogen, so denn die Befehle gegeben worden sind. Man wird dann hier nicht ankern, aber einfach sich treiben lassen von den Strömungen und dann könnt ihr es schaben hören unten am Holz eures Rumpfs. Ich glaube, das sind sie. Gut, dann lass dein Beiboot zu Wasser. Da sind Haie im Wasser! Haie im Wasser! Alles gut, alles gut. Das ist so geplant. Das ist so geplant. Das ist so geplant? Ja, ja. Delfine wären mir lieber. Mehr nicht. Oh, das sind gute Haie. Das sind unsere Haie. Ah. Man kann ihnen nicht vertrauen. Und ihr solltet ja auch nicht mit ihnen schwimmen, sondern nur uns. Na, ich werde mich hüten. Na gut, dann ihr lasst das Beiboot selber zu Wasser. Halt da nicht rein. Ja, nach 10 weiteren Minuten sitzt ihr unten im Beiboot und könnt dann erkennen, wie ungefähr 10 Haie unter euch in der im Wasser schwimmen. Und auch die Reiter darauf könnt ihr erkennen. Vor allem einen großen, weißen, feisten Krakonier, der sich dann von seinem Hai abstößt und ungefähr einen Meter unter der Wasseroberfläche verharrt. Rafim, du kannst einen weiteren Krakonier erkennen, Shraknakul, der sich immer noch an eurer Avianda festklammert. Ja, dann würde ich mal meinen Kopf unter Wasser stecken. Ich würde auch den Beutel nehmen und dann auf Risso den Captain der Hai-Reiter begrüßen. Oh, ein Hai. Einen schönen Tag. Tag? Hier unten gibt es wie Tag und Nacht nicht. Mörbhaut. Ihr habt gerufen.
Ihr habt Schragner Kohl gefunden. Das ist richtig. Wir haben zum einen gerufen, weil die Zahlung fällig wird. Damit würde ich ihm erstmal den Beutel geben. Wir halten unser Versprechen und unser Wort. Auf euer Wort kann man nichts geben, aber das Geld nehmen wir trotzdem. Nun, zum Weiteren. Wir werden bald eine Expedition ausstatten und benötigen dafür Begleitschutz. Außerdem haben wir Aufgaben für euch. Wir brauchen Patrouillen hier im Hafen, sodass von unten nichts an die Schiffe hinangelangt. Dafür müsst ihr Heireiter abstellen. Des Weiteren planen wir eine Reise in eure Heimat. Dafür benötigen wir vorerst Informationen und später auch Begleitschutz. Ich kann euch etwas erzählen. Was wollt ihr wissen über Vajat? Nun, wir planen, in die Hauptstadt von Vajat aufzubrechen. Ah, er nickt. Und in eurem Titel können wir entnehmen, dass ihr aus dieser Hauptstadt stammt, nicht wahr? Eure Augen sind blind, aber ihr habt recht. Nun, vielleicht könnt ihr uns die Augen öffnen und wir unter Wasser unseren Geist erweitern. Könnt ihr uns etwas über die Hauptstadt erzählen? Wie ist sie aufgebaut? Gibt es dort Licht oder müssen wir uns darum kümmern, im Dunkeln zu sehen? Denn sie ist ja vermutlich tief unter Wasser. Welche Machtstrukturen gibt es dort vor Ort? Welche Persönlichkeiten und wie sind sie eingestellt? Eine Frage nach der anderen überbaut. Natürlich, dann fangen wir vielleicht mit der ersten Frage an. Licht. Ja, der Kosalit leuchtet. Es ist schwarzes Licht, aber es leuchtet. Ich verstehe. Nun, so kann man unter Wasser sehen. Das ist eine gute Sache, schätze ich. Ihr werdet es nicht mögen, aber... Ja. Habt ihr schon einmal einen weißen Schatten geworfen? Ich überlege und nicke. Denn das habe ich tatsächlich schon mal. Nickt. Dann ist dir das Kosalit vertraut. Gut, Mörpaut. Es ist nicht so angenehm, das stimmt schon. Aber wir werden damit zurechtkommen. Zum anderen, die zweite Frage. Wie ist die Stadt aufgebaut? Welche Sehenswürdigkeiten oder besonderen Plätze gibt es dort? Sehenswürdigkeiten? Du meinst Besonderheiten? Den Sternkrater? Den Krakenmolchpalast? All die Tempel. Der Sternkrater, den Sternkrater Fuchs, Jurgot, der vom Nebelmeister mit seinem Schlussstein verhüllt wurde. Er ist Zentrum der Stadt. Und je tiefer die Tempel liegen, desto machtvoller sind sie. Mit einer Ausnahme, dem Tempel der Leichenmutter, der ganz oben liegt. Am Rande gibt es noch die Opferfelsen, Felsformation, wo den Kraken geopfert werden kann. Sklaven, Tiere, all das, was wir als Beute von oben nach unten bringen, was teilweise auch getauscht wird in den tiefen Märkten, unsere Prisen oder Sklaven, Waren. Von der Stadt aus der Tiefe oder den anderen, die sie erbracht haben. Nun, ich verstehe. Ihr spracht schon vom Tempel der Leichmutter. Welche weiteren Tempel gibt es? Und welche liegen ganz unten? Wollt ihr unten anfangen oder oben? Nun, fangen wir ganz unten an und arbeiten uns nach oben vor. Dann fangen wir unten an. Neben Fuchs Jurgot, der Tempel der Grundmutter. Grausig anzusehen. Einige Leuchtfische
wieder natürliches Schwarzlicht, was weiße Schatten wirft. Was ich euch schon sagte, die Statuen von Galxul und ihren Kindern, von schrecklichen Yonaho bis hin zu der feigen Baylana. Nachtblaue Ströme, die das Mauerwerk umfließen, pockennarbig, Morphus und Ulchuchus, die dort unten leben, die euch das Fleisch von den Knochen reißen, wenn ihr nicht wisst, wie ihr zwischen ihnen zu strömen und zu fließen habt. Dort unten sitzt die Priesterschaft von der Grundmutter. Wurkrauts! Ja. Da trauen sich nur wenige hin. Wir waren noch nicht da. Darüber liegt die Opferstätte von Shamashtu. Gewaltig wie eine Arena. Drei Seeschlangen, die dort als Inkarnation unserer Göttin unter Kontrolle gebracht worden sind und den Willen von Galxul ausführen. Dumpfe Gesänge, die dort klingen. Ihr werdet dort meistens für ein Marterritual der Priesterschaft geopfert. Sie verfügen über prophetische Gaben. Vor allem der hohe Priester Humars, der damals geopfert werden sollte und von den Seeschlangen verschont wurde. Shamashtu. Darüber liegt die Kampfstätte von Yonaho. Ja, der Bruder von Krakon. Unserem Gott. Ich rede nicht über Yonaho. Und auch nicht über den Meister Gulyokyuk, den Laichbruder. Ihre Kampfstätte ist pervertiert. Darüber liegt die Halle der Eier, wo wir Sholairak geknechtet haben. Sie gibt uns unsere Haie. Er lächelt feist. Ich verstehe. Khosrok ist ein Veteran vom Krieg der Ströme. Er wird euch gefallen, vor allem in eurem großen Krieger. Und es mag sein, dass selbst Shraknakul Gefallen an ihm findet. Sholairak mag geknechtet sein, aber Brusrok wird euch sicherlich helfen. Nun, das klingt gut. Ja, wenn ihr euch im Kampf gegen, sagen wir, eine Seeschlange beweist, wird er euch zuhören.